So, weiter geht's mit der Erkundung von Triez. Gehen wir erstmal wieder in alle Gebäude rein. Hier sehen wir einen schönen roten, modisch rot gekleideten Geist. Die Bibliothekarin. Jo, jo, wir sind ja dabei. Und Zugriff nur für das Personal. Wieder ein Tag. Ah ne, Stadtplan. Irgendwie macht Fluffy so hinter dem Rücken Angst. Gut, ja. 13 Taler, stark. Dort haben wir jetzt einen Hinweis erfahren, wie ich wieder zurückkommen würde. Habe ich ja schon längst ausgenutzt. Gut, gehen wir als nächstes mal hier rein. Und machen eben das Klett weg. Doch, hier ging es auch rein. Mit einem, noch einem Tagebuch. Hier finden wir weitere Hinweise, was wir tun müssen. Wir müssen Boom machen. Damit wir hier wieder rauskommen. Aber vorher mal diese Höhle hier erkunden. Ha! Ich wusste gar nicht mehr, dass du da bist. Ja, wir kriegen vorher noch ein Elixier der Stärke. Kann ich da unten links mal kurz auswählen und gluckern. Dadurch haben wir meine Stärke gerade um 1 erhöht. Permanent. Das ist so ein netter Nebeneffekt. So, nochmal 20 Taler werde ich ja nachher für die Zauber brauchen. Da schon mal 100 und noch ein paar Kristalle ausgeben. Und generell Geld kann man ja nie genug haben. Dieser kann mir bei jedem Mal. Gut, an diesem. Yay! Wieder dieser Bug. Ich liebe ihn. Kann so schön hochklettern. Ja, zum Glück lässt er sich recht leicht beheben. Und hier finden wir die blaue offene Truhe. Mit dem zweiten Säulenfragment. Und dementsprechend ist jetzt die blaue Truhe oben, an der ich schon war, in der Dämonenhöhle, offen. Aber es dauert noch ganze Zeit, bis wir wieder bei der Dämonenhöhle sind. Erst runter. Denn jetzt geht es erstmal wieder den ganzen Weg zurück.
Hat der Dämon halt mal Glück gehabt. Und Level 4. Gut. Ist wieder Tag. Die Geister verschwinden, die Skelette leider nicht. Nix. Da sind wir rausgekommen. Hier, ja, hier. Hier gibt's schon eher was. Der Rest gibt's nicht mehr. Höhle, in die gehe ich aber auch gleich erstmal. Ich will erstmal das Haus hier links erkunden. Ich bin zu sicher, dass ich nichts vergesse. Außen rumgehen. Erzähl uns, dass wir hier die Wasserzufuhr regulieren können. Mit Wasserstand. So, 2. Jetzt sind wir im Wasser. Da ich das Wasser vergessen habe runterzutun, komme ich noch nicht wieder hoch. Da muss ich es mal eben auf 1 machen und diesen schönen Geheimgang, den man leicht übersieht beim ersten Mal, benutzen. Ja, wir sind wieder in der Unterführung. Ich habe dieses Gitter jetzt um 1 angerührt und ich kriege eine Mana-Knolle. Soweit, so gut. Kann ich jetzt auch schon mal hier hingehen. Fluffy ist leider leicht aus dem Bild. Aber wir kommen ja noch ein bisschen näher ran. So, soweit so gut. Wir müssen also den Wasserstand erhöhen. Insgesamt auf Level 5. Wir haben jetzt 1 und können es mit den Rädern da hinten auf 2 machen. Ist aber noch nicht so viel. Ja. Und die hier sieht so schön passend da aus. Also, machen wir das Ganze mal auf 2. Und gehen jetzt auf die andere Seite. Hier finden wir zum einen hier rechts eine kleine Truhe. Ach, den Kristall, wir kommen in den Innenhof. Soweit hier. Und wir haben ja aber noch einen Durchgang, den wir jetzt auch benutzen wollen. Hier finden wir ein Loch. Wie man sieht, hat sich das hier erhöht. Ach ja. Hallo? Nee, ich kann mich doch sonst immer da hochhangeln. Keine Ahnung, wie das ging. Ich weiß noch nicht, wieso er sich darauf nicht stürzen kann, aber... ja. Also, wieso er nicht auf diesen Vorsprung geht, sondern er dafür das Wasser braucht. Ich will da trotzdem... runter. Ja, genau.
ins Wasser. Denn man hat es ja eben gesehen. Hier vorne war ein Kristall, an den ich jetzt rankomme. Jetzt werde ich wieder über das Seil hochgehen, weil wenn man jetzt die Treppe rechts oder links egal nimmt, wird das Spiel unweigerlich abstürzen. Ja, wie man sieht, jetzt kann ich hoch ins Wasser. So hoch. Falsche Knopf eben die ganze Zeit gedrückt. Ja, das Spiel würde crashen und das wäre recht problematisch, würde ich mal meinen. Darum, wenn man ein Kristall haben will, geht es leider nur so. Ich werde speichern und mit dem nächsten Bereich sieht man sich beim nächsten Mal. Bis dahin.